Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dead Space. So, hier in der Tür waren wir im letzten Part. So. Jetzt soll ich das Ding manuell da machen. Okay, gut, das kann auch werden. Wie lautet der Plan? Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Sheik. Ich brauche sofort den Sicherheitsdienst. Niemand kommt. White, um Himmels Willen. Gehen Sie von der Steuerung weg. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Captain Mathias ist tot. Captain ist tot. Quintons Sicherheitsteam ist tot. Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Sheik? Diese fanatischen Unitologen? Eckhart hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie Aegis-7. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Nein, Sir! White, du verdammter Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Da war ja wohl nichts, ne? So, wollen wir mal gucken, was da jetzt. Eintritt in Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Okay, wo muss ich eigentlich hin? Hä? Wo muss ich jetzt hin? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Warte mal, Asteroiden halten, zielen. Ach, da. Warnung, Höhlenintegrität beeinträchtigt. Ja, ich habe keine Ahnung. Schreck ausrufen. Ach so. Ah ja, toll, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Na gut, ich bin ja sowieso tot. Ja, ja, ich bin jetzt eh tot. Ah ja, okay, gut, auf ein neues. Ach, jetzt komme ich hier gar nicht wieder zurück, oder wie? Doch. Ja, worauf soll ich denn jetzt? Warnung. Höhlenintegrität beeinträchtigt.
Ja, worauf soll ich denn jetzt noch warten? Ja gut, ich bin jetzt wieder tot. Ich verstehe jetzt nicht, worauf ich warten soll. Was das denn, warum die Tür nicht aufgeht. Tut mir leid, verstehe ich jetzt nicht. Eintritt in Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Zielsystem wird synchronisiert. So, warte mal. Abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Ah, hier drüber. Ja, hier noch einen weiteren synchronisieren hier. Zielsystem wird synchronisiert. Warnung. Höllenintegrität beeinträchtigt. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Wir sind hier irgendwo wieder. Och. Zielsystem wird synchronisiert. Alter, was ist denn da jetzt immer? Autsch. Was greift mich denn da jetzt immer an? Ach da, ich dachte, er wäre tot. Oh, toll, das wieder von mir. Eintritt in Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Zielsystem wird synchronisiert. Abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Zielsystem wird synchronisiert. Warnung. Höllenintegrität beeinträchtigt. Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Hier irgendwie noch so ein Affe. Zielsystem wird synchronisiert. Oh, das ist noch so ein Affe. Wo denn? Wo denn? So, warte mal. Sind hier nicht irgendwo wieder... Ich brauche hier jetzt bald wieder Sauerstoff. Ach, da vorne hier. So, jetzt. Okay, gut.
abgeschlossen. AAS neu kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Geschafft. Die AAS-Kanonen sind überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. So, wo muss ich jetzt hin? Boah, ich habe keine Ahnung, ey. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums. Oh, Gott sei Dank, wir kommen gleich ab. Gleich abspeichern. So. Na, das bringt auch nicht viel. Isaac, Hammond, ich habe eine Übertragung abgefangen. Krankenstation. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weiß er etwas, das wir nicht wissen? Okay, Kapitel 4 fertig. Gut. Da war ich ja schon. So. Ich meine, wenn hier eine Masterüberbrückung für benötigt wird, Wasserreinigungsanlage, da muss da ja echt irgendwie guter Stuff drin sein. Da hinten hin. Oh, halt, warte mal. Da hinten war nochmal ein Speicherpunkt. Ach nö, ich hab da schon... Oh, gut. Ja.
Spritz, Sprudel. Gut. So, hier werde ich jetzt das Schema eingereicht. Gegenstand kann jetzt ist noch Körperfüge zu Level 3. Super Symmetrie Stahl Laserkanone. Ah, 7700 Credits. So. Ja, kaufen kann ich das leider nicht. So, warte mal, hier. Das ist auch noch neu. So, also. Das verkaufe ich auch mal. Und hier ist endlich mal cool, ey. Impulsgewehr, das brauche ich ja. Rüber. Kann ich den nicht verkaufen? Na, das kann ich nicht verkaufen. Warum kann ich die Knarre nicht verkaufen? Abprallsucher bringt die Zeit zur Wirkung um den Upgrade-Platz der ganzen Jahr. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass ich die Waffen nicht verkaufen kann. Wo denn? So. Ich habe jetzt aber nur noch... Gut, ich kann jetzt... Nee, brauche ich nicht. Ich brauche unbedingt hier Heilung. So, da holen wir uns auch mal einen von. Einen Knoten, scheiß drauf. Gut, dann schon bin ich wieder pleite. Gut. Alles klar, gut, soweit ist so gut. Okay, so, warte mal. So, was hast du hier? Auch nochmal guten Loot hier, du. Ja.
klar, soweit ist so gut. Also hier hinter den Sauladen, wenn die ganze Schiff hier alles durch ist, den ganzen Schweineladen hier wieder sauber machen, da hätte ich aber auch keinen Bock drauf. Da hätte ich auch keine Lust zu. Gut, Speicherpunkt. Gott, ich beende jetzt hier auch die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt das Schicksal wieder dabei. Bye, bye.